Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und ja, leider das letzte Spiel verloren. Meiner Meinung nach auch nicht verdient verloren. Unglücklich verloren. Aber wir haben halt leider unsere Chancen nicht genutzt. Und ich überlege auch, ob ich vielleicht nach dem 1-0, dem Rückstand, ob ich da vielleicht doch das 4-3-2-1 mal hätte probieren sollen. Aber im Nachhinein denkt man das dann halt immer. Hätte ich auf 4-3-2-1 geschaltet, weil eigentlich wir standen defensiv gut, wir standen offensiv eigentlich anständig. Und im Nachhinein denkt man dann halt immer, ja, hätte die Formation halt mal geändert, hätte ich dann wirklich die Formation geändert aufs 4-3-2-1 und ich hätte keine Torschancen generiert oder halt auch 1-0 verloren, dann hätte ich im Endeffekt halt auch gedacht, dass ich vielleicht nicht hätte wechseln sollen. Also im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Ich habe ja eigentlich ganz gut gespielt mit der Formation, ich war ja auch der bessere Spieler und es hätte leider mal wieder nicht so sein, aber es ist... Ich will einfach diese knappen Spiele nicht mehr verlieren, verdammt. Vor allem, es war meiner Meinung nach auch gar nicht so knapp. Ich stelle mal die Heizung ab, Moment. Ja, das ist halt... Oh mein Gott, es geht ja schon los. Das ist halt direkt der nächste Punkt. Ich fand das Spiel gar nicht so knapp, ne? Der Gegner hat halt in der ersten Hälfte kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Das ist für mich halt nicht wirklich knapp. Ach doch, einmal hat er geschossen gehabt. Aber halt wirklich nur einmal. Und das war ein schwacher Abschluss von Suárez. Er hatte sich ein merkwürdiges Team zusammengebaut mit einem Leihspieler, der überhaupt nicht ins Team reinpasst. Ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Schade. Und ja, ich fand einfach, ich hätte es verdient gehabt. Da gibt es halt knappere Spiele, wo ich sage, ja, okay, ist klar, da kannst du es halt verlieren. Aber in dem Fall fand ich es halt gar nicht mal so knapp. Das ist halt das Ding, was mich so nervt. Boah, krasse Parade, da wäre sowas von rein. Schade. Scheiße, das ist mein Fehler. Das ist leider mein Fehler. Da darf ich halt nicht den Ball verlieren. Mist. Jetzt rennt man Rückstand hinterher. Nicht so geil. Aber wie gesagt, es war halt leider mein Fehler. Ah, ich sehe ja gute Chancen, das Ding noch zu drehen. Wir waren auch schon gefährlich beim Gegner im Strafraum. Pass. Mist, Mist, Mist! Gut verteidigt. Auch wieder ein guter Schuss von De Bruyne. Vielleicht einen Tick straffer aufziehen. Schade. Interessanter Pass. Wieder ein Fehler von mir. Was mache ich denn? Wieder ein Fehler von mir. Wieder ein Fehler von mir. Doppelter Fehler von mir. Und ich will gerade dieses 2-0. Ich weiß nicht warum, was da los ist, aber drum gebettelt. Ich habe einfach drum gebettelt. Zwei krasse Fehler wieder in der Abwehr von mir. Absolut verdient dieses 2-0 von Gegner.
Schade. De Bruyne gegen De Bruyne oder was? Und seiner gewinnt, na nice. Nice, natürlich Alu. Oh. Was für ein scheiß Lacker, Mann, ey. Aber das ist so ein Spiel wahrscheinlich, das soll ich nicht gewinnen. Ich mache zwei Fehler und dann muss ich dafür halt auch bestraft werden und darf ja nicht noch irgendwie eine Chance bekommen, das Ganze auszugleichen, zu gewinnen, wie auch immer. Es wäre meiner Meinung nach verdient der Anschlusstreffer gewesen. Hatten ja auch schon gute Chancen. Egal, ich bleibe weiter ruhig. Wir haben immer noch Zeit, zwei Tore zu machen. Ganz einfach. Scheiße! Fuck, Mann! Warum mach ich denn diese zwei verfickten Fehler? So dumm! Wir spielen besser als der Gegner, abgesehen von den zwei Fehlern. Und schenken hier ein 2-0. Ich ziehe jetzt meinen Pullover aus, neue Kräfte sammeln. Komm schon, wir haben die Zeit, wir haben das Können. Wir machen jetzt zwei Tore. Dieser Alu-Treffer war auch schon wieder geil. Egal, komm schon, komm schon, komm schon. Bleib dran. Jetzt gilt es einfach mal Moral zu zeigen. Du hast zwei Fehler gemacht, scheiß drauf, bügel die wieder aus in der zweiten Hälfte. Spiel 3-2, komm schon. Komm. Bleib einfach dran. Oh, halt's Maul. Komm, dann jetzt, Benteke, mach jetzt einfach einen. Komm schon, du hast es schon mal gemacht. In deinem ersten Spiel mach jetzt auch einen. Komm. Zweiter Alu-Treffer im Spiel. Schade, dass es kein Elfmeter ist. Ich mache jetzt einfach De Bruyne noch eins. Ich kann wieder nicht ablegen, ich verstehe das nicht. Ich kann nicht ablegen, wenn Touré das macht.
Fuck you, fuck you, fuck you. Hat er gut rausgespielt, leider. Und damit ist das Spiel eigentlich durch. Ich glaube, 3 Tore schieße ich nicht mehr. Aber wir haben das Spiel selber verschenkt. Wir haben das Spiel durch eigene Dummheit verloren. So beschissen dumm, ey. Oh, was ist denn los, ey? Das wird da wieder eine richtig beschissene Weekend, wie es aussieht. Die ist jetzt eigentlich schon durch. Jetzt kann ich schon vergessen. Ich wüsste nie, wann ich das letzte Mal solche krassen Fehler gemacht hätte. Zwei beschissene Tore verursacht. Richtig schlecht. Und der Gegner spielt... Gut, natürlich auch wieder anständige Pech. Wir hatten 2 Alu-Treffer nach dem 2-0. Also es hätte auch schon locker 2-2 stehen können. Aber nö. Natürlich nicht. Aber es ist dann halt auch irgendwie verdient, habe ich das Gefühl. Es ist so von wegen, du machst 2 grobe Fehler, bums, Hals, Maul, du darfst es nicht mehr gewinnen oder du darfst es nicht mehr ausgleichen oder wie auch immer. So als ob quasi das Schicksal sagt, was hast du dir das selbst zuzuschreiben, press halt die 2 Tore nicht, keine Ahnung. Aber wieder ein Spiel, was wir natürlich niemals hätten verlieren dürfen. Aber dieses Mal nicht durch Pech verlieren. Na gut, ein bisschen Pech ist er trotzdem, ne? Wegen den 2 Alu-Treffern, also ein bisschen Pech trotzdem. Aber es ist einfach so viel Eigenschuld dabei. Oh, meine Fresse, ey. So bitter. Und ich kann, wie gesagt, niemanden einen Vorwurf machen, außer mir selbst. Ich verstehe auch nicht, warum ich das gemacht habe. Warum ich da diese dummen Rausspielfehler habe. Arnautovic. Aber jetzt 2 Tore noch ist halt so schwer. Arnautovic ist halt riesengroß und körperstark, deswegen kann er halt auch mal ein Kopfballtor machen. Das ist halt jetzt echt so eine ganz kleine Option bei Arnautovic und Benteke auch mal eine Flanke reinbringen. So generell jetzt, nicht in dem Spiel generell, aber es wird halt einfach jetzt nichts mehr. Wir können jetzt auch noch wechseln. Ich glaube, ich mach's auch. Man weiß ja nie. Bisschen neue Pace. So ein bitteres Spiel. Fuck, Mann, ich Vollidiot. Warum spiele ich denn so beschissen? Versteh das nicht. Waren so billige Fehler. Und das Schlimme ist halt auch wieder, der Gegner nutzt den natürlich wieder 100% aus, aber... Geil auch. Geiler Laufpass. Und ich bekomme halt tollerweise auch die Alu-Treffer. Das ist... Kommt halt immer alles zusammen. Er muss auch übertrieben, aber wisst ihr, wie es gemeint ist. Dann nicht ganz so lange rumeiern, weil falls ich jetzt doch noch ein Tor schieße, brauche ich auch noch Zeit fürs Dritte. Na, abseits, scheiße. Nice luck. Nice luck. Das wird leider nichts mehr und ich hab's mir sowas von selbst zuzuschreiben. Oh, es ist so bitter. Es ist einfach nur so verdammt bitter. Fuck! Warum mache ich denn diese 2 krassen Schnitzer, ey? Ich versteh's einfach nicht. Habe ich ewig nicht mehr gehabt. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja, jetzt habe ich auch nicht mehr richtig. Jetzt, der Schnitzer ist mir scheißegal. Spielt keine Rolle mehr. Fuck, fuck. Oh. Wie ich mich selber gerade hasse. Wie ich mich gerade selber hasse dafür.
Oh Mann, warum, 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 warum? Jetzt haben wir wie viele Niederlagen schon wieder? 6 Spiele, 3 Niederlagen oder was? Alter, ey. Jetzt müsste ich 7 Spiele in Folge gewinnen, damit es ein anständiger, mit ein guter bis sehr guter Start ist, ey. Krass. Ein Spiel haben wir verloren, weil wir schlechter waren als der Gegner. Ein Spiel haben wir verloren, weil wir eigentlich besser waren, aber die Tore nicht machen und der Gegner halt so ein beschissenes Kacktor schießt nach einem Standard. Und ein Spiel verlieren wir einfach, weil wir so blöd sind zu verteidigen und dem Gegner quasi 2 Tore schenken und natürlich auch noch Pech haben. An erster Linie steht Eigenverschulden, aber an zweiter Stelle, an erster Linie, an erster Stelle steht Eigenverschulden, aber an zweiter auch definitiv mal wieder das Pech mit 2 Alu-Treffern, die zum Ausgleich gereicht hätten, und dann macht er auch noch ein 3-0 draus. Oh, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Egal, aufregen bringt nichts. Ich kann nur versuchen, jetzt wieder aufmerksamer zu spielen. Wie gesagt, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wieso? Ich habe einfach gedacht, okay, du bekommst den Ball da so raus. Aber es war halt nicht so. War halt zu riskant rausgespielt. Muss man halt so sagen, wie es ist. Es war zu riskant rausgespielt. Ich muss ihn halt einfach sicherer rausspielen. Punkt. Da gibt's nichts zu diskutieren, da gibt's nichts schön zu reden. Ich habe das Spiel an erster Stelle durch Eigenverschulden verloren und an zweiter Stelle durch Pech. Weil man kann ja auch niemand, also niemand garantiert ja, dass wenn ich das erste Mal statt Alu ins Tor schieße, dass ich dann auch irgendwie ein Tor schieße. Also, dass ich dann in zwei mache. Deswegen ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, oh, das war total unglücklich oder unverdient. Es ist eine total verdiente Niederlage. Und das 3-0 hat man ja im Endeffekt auch selber gut rausgespielt. Und jetzt einfach konzentrieren. Scheiß drauf, wie das letzte Spiel ausging. Scheiß drauf, ob der 1-0 in Führung geht durch irgendeinen lucky Treffer oder ob du einen Fehler wieder machst. Bleib einfach dran. Versuch halt nicht mehr solche Fehler zu machen wie gerade eben. Und dich mental wieder. Also das Einzige, was ich positiv mitnehmen kann, ich würde sagen, ich bin. Bis es dann halt 3. Selbst nach dem 3-0. Ich habe ja dann nach das 1-0, das 1-3 gemacht. Ich denke, ich habe wirklich versucht, mental auf der Höhe zu bleiben und habe halt, denke ich, auch gut weitergespielt. Also ich habe ja nicht umsonst 2 Alu-Treffer produziert. Also das ist das einzig Positive, was ich mitnehmen kann, aber es darf halt nicht dazu kommen, dass ich 2-0 hinten liege durch Eigenverschulden. Wenn ich scheiße spiele oder der Gegner das gut rausspielt, klar, regen mich die 2 Tore auch auf, aber dann ist es halt so. Ich hab's geahnt. Bendeleff hat einen guten Distanzschuss und ich hatte so viel Platz und ich habe auch gut aufgezogen, glaube ich, dass ich einfach geahnt habe, so jetzt bumms mal einen rein. Sehr schön, aber jetzt dranbleiben, das ist natürlich auch ein Schuss, der geht nicht immer rein. Wir sollten uns darüber freuen, dass so ein Ding mal reingeht und ist noch nicht mal wirklich sehr hoch, aber sehr platziert dafür und war halt sehr straff geschossen. Also er hatte halt viel Druck dahinter, da konnte Buffon nicht mehr reagieren und Buffon hat halt auch, glaube ich, Hechtprobleme. Also ich glaube, der ist wie Tschech, jemand, der nicht ganz so geil hechtet. Und das kann natürlich bei Distanzschüssen sich auswirken, dass sie den da nicht so rausangeln. Oder konnte er gut hechten und hatte keinen guten Reflex gehabt. Ich glaube, es könnte auch so rum gewesen sein. So, aber jetzt dranbleiben. Am besten halt das 2-0 hinterherlegen. Krass, wie er das dann noch schafft, am Ball zu bleiben. Da habe ich ihm definitiv zu viel Platz gelassen. Da muss ich vorher mit Piszczek ranlaufen. War nicht gut verteidigt von mir. Ich wusste es, dass er das so macht. Wäre es, glaube ich, nicht mehr notwendig gewesen, das klären. Aber oh, das war dann ja quasi ein Pass. Ja, und bekommen wir jetzt den Einwurf. Nice. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Meiner Meinung nach habe ich den Bilder in den Lauf geschickt, aber egal. Kann man auch als Foul werten. Abgefälscht, fast noch rein. Krass, da hat er Glück gehabt. So, stehen wieder nicht so geil in der Mitte, deswegen nehme ich da Müller. Oh, da ist gar niemand. Hat sich Vidal zu lange Zeit gelassen. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte schon viel eher auf Schießen gedrückt. Es hätte natürlich das 2-0 sein können, wenn nicht sogar müssen.
Aber gute Druckphase. Wie gesagt, jetzt auf jeden Fall das 2-0 nachlegen. Das wäre halt wichtig. Der war nicht straff genug, aber war eine schöne Schusstäuschung. Schade. Aber ich musste da schießen, sonst gibt es wieder einen bösen Konter. Mein Netz kann es auch noch einen bösen Konter geben, aber vielleicht nicht ganz so böse. Schade. Aber immerhin der Einwurf. So, jetzt mal das 2-0 machen. Da läuft halt leider Vidal weg, das hat man gesehen. Schöner Pass. Gut gemacht von Hummels. Gut gemacht von Vidal. Oh, ich wollte ihn weiter nach rechts vorlegen. Ich wusste, dass wenn ich den dahin lege, dass er da nicht ankommt, aber ich wollte ihn halt auch eigentlich weiter nach rechts vorlegen. Ja, schön gemacht von Dembele, einfach mal ganz dumm weitergeleitet. Nice. Schade. War leider alles zu, war nicht so gut. Das ist unsere Druckphase ist ein bisschen gestorben, muss ich zugeben. Ja, kann man über Foul nachdenken. Zu zentral. Sehr schön. Gut gemacht von Bentaleb. Okay, die Druckphase ist leider am Ende ein bisschen abgeebbt, aber wir haben, glaube ich, gut verteidigt. Das ist erstmal wichtig. Und im Spiel nach vorne immer Akzente gesetzt. Trotzdem wäre es ganz geil, wenn wir das zweite Tor machen. Es wäre echt bitter, wenn wir hier jetzt nicht noch ein zweites Tor machen, weil wir hatten so gute Chancen. Reus hat natürlich einen geilen Distanzschuss. Ich probiere es gerade ziemlich viel aus der Distanz in dem Spiel. Das will ich eigentlich gar nicht, aber es bietet sich halt leider immer an. So, Hummels mal am kurzen. Noch eine Ecke. Jetzt ist halt in der Mitte gar nichts. Da wollen die gar nicht in die Mitte spielen. Oh, das war richtig geil. Wenn Vidal nicht so blöd ist und den klaut, glaube ich, macht hier Hummels eins. Oder hat zumindest eine deutlich bessere Chance als jetzt Vidal. Eigentlich schön gemacht von Reus, aber er bleibt nicht im Ballbesitz. Dass sich Mali wieder da
abkochen lässt. Schade. Wie lange will denn der dann noch rumliegen? Naja, das hätte aber auch ein bisschen besser laufen können. Das lief auch richtig interessant. Sollte auch anders, war auch anders geplant. Ja, komm, wir machen einen Hackentrick. Hummels hat doch den Ball. Na also. Haben gerade ein bisschen Glück, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr in die Mitte ziehen. Was sollten eigentlich die Trikots, fällt mir gerade so auf. Sehen total aus wie der Boden, richtig hässlich. Oh, Freunde! Erstens ultra schlecht und zweitens so bitter, ey. Krass, ey. Richtig krass. Der Pass auch. Dachte ich mir schon, eigener Mann? Nee, schade, sah so aus. Wo ist denn der Ball? Oh nein! Oh, zum Glück komplett überzogen. Och, diese eine Situation jetzt schon wieder in der zweiten Hälfte, da war einfach so viel mehr drin. Ich weiß auch nicht, warum man den Pass das so merkwürdig spielt. Ganz, ganz komisch, finde ich zumindest. Ja, ich habe mich nicht getraut, noch mal reinzupassen. Ich dachte, jetzt schießt er einfach. Vorne steht Dembele. Das ist auch ein bisschen schwachsinnig. Hier müsste halt eher so Hummels und sowas stehen. Musste abziehen. Ich glaube, er hat keinen guten Volley-Schuss. Also hat, glaube ich, keinen guten Volley-Wert. Und dadurch kommen dann die Dropkicks und sowas eher schwach. Ich dachte, ich wäre am Ball. Schade. Ja, das war der Plan. Das war doch kein Abseits, Freunde. Na egal. Zum Glück. Jetzt können wir auch langsam an Zeitspiel denken. Schade. War eigentlich nicht schlecht durchkombiniert, aber dann hat es halt wieder mal nicht gereicht.
Oh. Wie bitte? Aber Hummels, der hat keine Power mehr. Also Hummels hat zwar auch keine Power mehr, aber das ist dem egal. Den 80. Das wäre jetzt auch mal schön. Schön auf Zeit. Der Schuss von Mali, jetzt ist das Spiel durch, jetzt können wir reinflanken. Jetzt kriegt er keinen Angriff mehr. Das wird dann abgepfiffen. Noch eine Ecke, ja, wie gesagt, es war schon vorher durch. Ach, nicht so souverän gewonnen wie gewollt, aber immerhin gewonnen. Er bekommt nicht mal mehr einen Abschlag, das ist ja gemein. Aber immerhin gewonnen, ne? Nicht so souverän wie gewollt, aber gewonnen ist gewonnen. Naja. Ich traue immer noch meinen Niederlagen hinterher, aber jetzt können wir die Serie starten, jetzt können wir durchdrehen. Tore Bender-Lab, Vorlagen, Pisscheck. Oh, Mali hat mal nichts gemacht. Was ist mit dem los? Ist er krank? Mali ist krank, Hilfe. Natürlich ein verdienter Sieg, aber naja, was soll's. So, wenn ihr jetzt noch zwei Spiele macht, dann sind wir auf jeden Fall schon mal bei 16. Ich glaube, ich mache jetzt noch eine Aufnahme. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Oder dann können wir auch wieder zwei mit der Premier League machen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.